Das Problem ist, dass viele Produkte weggeschmissen werden, obwohl sie noch essen. Auf der Welt gibt es einen großen Überschuss von Kleidungsproduktion. Und jeden Tag werden große Mengen an Kleidung und Nahrungsmitteln einfach so weggeschmissen. Also, was machst du mit den Produkten, deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist? Ich tue sie wegschmeißen. Ich schaue als erstes, ob sie noch gut aussehen. Und wenn sie gut aussehen, dann esse ich sie. Wenn es eine Woche alt ist, dann schmeiße ich weg. Oder wenn es ein paar Stunden abgelaufen ist, dann esse ich es. Also, ich schaue zuerst aufs Datum. Wenn es zwei Tage erst laufen ist, dann kann ich es essen. Aber eine Woche schmeiße ich es weg. Wenn es noch gut schmeckt, dann esse ich es. Aber wenn es nicht mehr so gut schmeckt, dann werfe ich es weg. Schmeiß die Sachen nicht einfach so weg.